Die verrücktesten Geschichten aus dem Leben einer Kosmetikerin, Folge 60. Leute, 60 Folgen. Dafür möchte ich bitte Props. Also like dieses Video, wenn euch dieses Format gefällt. Und deshalb habe ich euch eine extra schockierende Geschichte ausgesucht. Also Triggerwarnung. Das geht so nicht, Leute. 60 ist krass. Ich brauche jetzt hier, ich brauche Konfetti. Satz mit X, das war wohl nichts, aber Happy Bedtime Story, wir haben heute Folge 60. Die Geschichte ist echt, die Namen sind erfunden. Die Geschichte handelt von Paulina und James. James hat einen Kiosk und Paulina ist da ständig, weil es in der gleichen Nachbarschaft ist. Und irgendwann fängt er halt auch an zu flirten und das Ganze wird ein bisschen enger und dann sind sie ein Paar. Das Ganze läuft dann schon so mittlerweile ein paar Wochen und sie trifft sich mit ein paar Freunden und ihr bester Freund sagt dann, ey Paulina, zeig doch mal, wie der Typ aussieht, so zeig doch mal ein Bild von ihm. Und sie öffnet seine Instagram-Seite und zeigt so ein Bild von ihm, wo er so vor dem Spiegel so posiert und sieht dabei, dass er einen Ehering trägt. Aber den trägt er so normal nicht. Und ihr Kumpel sagt, Paulina, ist es dein Ernst? Ich kenne den Typen, der ist verheiratet und hat zwei Kinder. Also ich weiß nicht, ob der noch verheiratet ist, aber der hat auf jeden Fall, war er verheiratet. Ihr müsst über Paulina wissen, sie ist eine hübsche Frau, kluge Frau, aber wenn es um Liebe geht, dann ist sie richtig savage. Also sie ist savage, Leute. Sie nimmt also so eine Wodka-Gorbatschow-Flasche, geht in seinen Laden nachts und schlägt mit der Flasche so in die Scheibe ein. Bitte macht das nicht. Bitte macht sowas nicht, okay? Nein. Der Typ kommt dann und sagt so, was wird das hier? Du bist verheiratet, du hast mich angelogen, du hast mich verarscht. Was soll der ganze Mist, was soll das? Also kann man auch verstehen, oder Leute? Kann man verstehen. Und er war so, ey, entspann dich, es tut mir leid, ich habe sie nicht gesagt. Ich war verheiratet, sie hat mich betrogen. Und wir sind aber nicht mehr zusammen. Wir haben ein Kind zusammen. Ich hätte sie sagen sollen, aber wir lernen uns auch gerade kennen. Es reicht mir, ich breche jetzt den Kontakt ab. Nein! Und so ist dann weg und die hatten wirklich so Kontaktabbruch. Bis sie 3 Wochen später checkt, irgendwie vermisse ich diesen Typen. Irgendwie will ich ihn doch wieder in meinem Leben haben. Ich gehe mal wieder in den Laden und quatsch mal mit ihm. Part 2, Leute. Sie geht also zu ihm in den Laden und möchte sich ausquatschen und die Sache eigentlich klären, weil sie merkt, sie vermisst ihn. Sie fährt also hin, beide quatschen und er sagt zu ihr, Paulina, ich möchte einfach, dass du mir vertraust. Ich hätte dir das sowieso gesagt. Aber du rastest immer so sehr aus, das ist voll toxisch, hör auf damit. Ich will was Ernstes mit dir haben. Ja, das hat er gesagt. Sie klären das Ganze und sind einfach wieder ein Paar. Paulina ist allerdings noch Jungfrau, total vorsichtig, hat voll Respekt auch vor Intimität und will einfach vorsichtig sein. Er weiß das, respektiert das auch voll, aber mittlerweile sind die beiden 3 Jahre in einer Beziehung und er setzt sie so ein bisschen unter Druck. Unterstellt ihr halt so Sachen wie, hast du jemand anderes oder warum willst du nicht mit mir intim werden? Was ist das Problem zwischen uns beiden? Und sie sagt mehrmals, nein, aber ich fühle mich einfach nicht bereit, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, ich will einfach noch nicht. Und es fühlt sich für sie einfach noch nicht richtig an. Bis er am Ende sogar gesagt hat, ey, wenn das jetzt nicht weitergeht mit uns körperlich, dann trenne ich mich, dann mache ich Schluss. Sie war natürlich mega schockiert, hat ihn aber auch irgendwo verstanden, weil sie sich dachte, ey, so, das ist ein erwachsener Mann, er kennt es nicht, hat zwar Respekt davor, aber wir sind jetzt auch schon länger zusammen, so, ich kann es irgendwie auch verstehen. Die ganze Sache hat sie so fix und fertig gemacht, dass sie so wirklich auch ihren Ausbildungsplatz verloren hat, weil sie einfach nicht bei der Sache war, war ständig abgelenkt, sie hatte Konzentrationsschwierigkeiten. Das hat sie einfach super beschäftigt. Deshalb hat sie letztendlich beschlossen, okay, weißt du was, ich mach das, ich werde intim mit ihm. Weil die ganze Beziehung auch noch nicht so offiziell war, haben die sich immer bei ihm im Laden getroffen. Und sie ist dann nachts runter zu ihm, hat sich so schick gemacht. Hier werde ich ja wohl mein erstes Mal haben. Und was jetzt kommt, ist krass, ich war schockiert und ich finde es immer noch heftig. Aber ich will euch warnen, weil sowas gibt's. Sie ist also im Laden, er guckt sie so angewidert an und sagt so zu ihr, du Eklige, geh und mach's mit einem anderen, damit ich besser durchkomme. Ich schäme mich gerade dafür, dass ich euch sowas erzählen muss. Ich schäme mich gerade dafür. Geh dich an und raus mit dir, melde dich bei mir, wenn du keine Jungfrau mehr bist. Sie kann sich noch an die Uhrzeit erinnern. Es ist 2.37 Uhr und er schmeißt sie nachts in die Kälte raus in Unterwäsche und schmeißt so ein paar Minuten später ihre Klamotten hinterher. Und das Ganze wird jetzt verrückter. Weil sie in ihn verliebt ist und sich nicht einfach von irgendjemandem entjungfern lassen möchte, geht sie zum Frauenarzt und will sich operativ entjungfern lassen. Ich habe davon noch nie in meinem Leben gehört. Dafür muss sie aber Urin abgeben und im Urin werden Bakterien gefunden. Ich habe davon keine Ahnung, ich habe davon auch noch nie gehört. Werden Bakterien gefunden, die wohl nachweislich beweisen, dass sie unfruchtbar sei oder nicht sehr fruchtbar sei. Das hat sie fix und fertig gemacht und sie war so, oh mein Gott, vielleicht will ich aber irgendwann Kinder. Sie war mega traurig und ist zu James in den Laden. Part 3.
Er sagt zu ihr, was ist los? Du siehst so traurig aus. Stimmt irgendwas nicht? Und sie sagt, naja, ich war gerade beim Frauenarzt, ich musste Urin abgeben und sie hat gesagt, ich sei unfruchtbar. Und das macht mich natürlich traurig, weil ich will ja vielleicht irgendwann Kinder haben. Und dann sagt er, oh mein Gott, ist doch Bombe, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass du irgendwann schwanger bist. Perfekt. Und an dem Abend hatten die beiden das erste Mal. 3 Tage danach ruft ihr bester Freund sie an und der arbeitet in so einem Freizeitpark. Und sagt, Paulina, Paulina, er ist hier mit deiner Frau und den Kindern. Der hat sich nicht getrennt. Sie ist direkt in den Freizeitpark gegangen, weil sie sich das mit eigenen Augen anschauen wollte. Sieht ihn da mit der Frau und den Kindern und will einfach so schreien. Geht nach Hause, weint und weint und weint. Sie war einfach unglaublich traurig. Hat so viel geweint. Ihr bester Freund meinte zu ihr, weißt du was, Paulina? Ich kenne den Schwager, den Bruder seiner Frau. Ich habe Kontakt zu ihm. Wenn du willst, rufen wir den an und erzählen dem, was Sache ist. Weil das ist unfair seiner Frau gegenüber. Und sie sagt zu ihm auf jeden Fall, du hast recht. Er gibt ihr dann seinen Instagram-Kontakt und sie ruft ihn auf Instagram an und sagt, ey, hör mal zu, ich kenne deinen Schwager James. Bitte sag mir, ist er mit deiner Schwester noch verheiratet oder nicht? Was ist da Sache? Der Schwager ist schockiert und sagt, das ist krass. Und dann sagt sie, warum, was ist los? Ja, meine Schwester ist im 8. Monat schwanger und ist das 3. Kind, was sie von ihm kriegt. Und die sind in der Ehe. Als sie gehört hat, dass die Frau im 8. Monat schwanger ist und ein 3. Kind entbinden wird, sie war am Ende. Sie war wirklich am Ende. Als wäre die ganze Beziehung nicht schon stressig genug gewesen, war sie einfach eine Affäre, ohne es zu wissen. Für einen kurzen Augenblick hat sie auch das Telefonat bereut, weil sie einfach so schockiert darüber war, was sie da reingeraten ist und dass sie sich so blenden lassen hat von ihm. Und kurz dachte sie auch, was wäre, wenn ich in ihrer Situation wäre. Das wäre ein Albtraum. Ein paar Tage später bekam sie dann auch einen Anruf von der Ehefrau von James. Und die sagte zu ihr, ey, das ist nicht das erste Mal, dass er das tut, aber ich kann dir versprechen, das ist das letzte Mal. Nochmal lasse ich sowas nicht mit mir machen. Puh, was haltet ihr von der Geschichte? Wie hättet ihr an ihrer Stelle reagiert? Kommentiert mal bitte eure Gedanken, ich bin gespannt. Aber seid bitte nett in den Kommentaren. Und falls ihr verrückte Dates, verrückte Stories habt, dann schickt sie mir gerne an info@skimmeeting.de. Bye!